Okay. Ich hatte die Wii jetzt einfach ein bisschen laufen lassen. Gerade eben war ich aber noch in einem anderen Level. Hallo Bowser. Hallo Feuerblume. Wie komme ich dahin zurück? Muss ich jetzt einfach wieder warten? Ich lasse einfach mal kurz liegen. Vielleicht wissen wir es oder auch nicht. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich warten muss. Das ist doof. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Oder überhaupt was passieren wird. Wir lassen einfach mal alles liegen und fassen nichts an. Warum habe ich eigentlich nur 37 Leben? Ach ja, wegen dem Speedrun. Stimmt, da war was. Ja. Da habe ich ja einiges verbraten. Ja, war nicht so toll. Okay. Ja, genau. Das Level war es, was ich vorhin hatte. Echt, das ist ganz schön schwer, einfach mal alles zu sehen. Das ist so schlimm. Hä? Moment. Okay, extrem von der Seite betrachtet sehe ich, was passiert. Aber so sieht es aus, als ob er immer nach hinten läuft, also ins Bild rein. Hilfe! Oh. Da schläft ein Toad drinne. Aushängen ein Stück. Können wir da irgendwas machen? Nein? Wir können ja einfach nur bestaunen. Oh Gott, das sieht so... Oh, ich komme darauf nicht klar. Okay, gehen wir zurück. falls es noch mehr von den Teilen gibt, dann gehe ich einfach nicht weiter drauf ein. Was machen wir heute? Einerseits würde ich gerne die Bonuswelten angehen, andererseits würde ich gerne auch nochmal einen Speedrun von den ersten zwei Episoden machen. Ja, es ist jetzt doof, dass das dritte jetzt nur ein Gameplay ist und dass das dritte zuerst kam und... Egal. Ich würde sagen, wir machen dann einfach in Episode 2 weiter mit dem Speedrun. Mal gucken, ob ich das noch alles hinbekomme. Und vor allem mal gucken, ob da meine Stimme das noch hinbekommt. Hier geht Toadette! Okay. Schnell durch! Schnell hier lang! Schnell hier rüber und... das Teil runterkicken. Ja, okay, das hatte ich auch bei meinem... Also, das ist in Ordnung. Das geht noch. Nein, das schaffen wir nicht. Nein, 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 nein. So, und jetzt hier hoch. Hier runter. Hier runter. Lang sprinten und wir haben den Stern. Da-dum, da-dum. Nochmal 20 Sekunden weniger. Ja! Okay. Erste Welt abgehakt. Zweite Welt. Lorenfahrt in... Lorenfahrt im Abendrot. Okay. Schnell. Ah, reinspringen. Gut, das wird jetzt für euch wieder langweilig. Deswegen mache ich jetzt auch nicht wirklich viel. Ja gut. Wie kann man hier die Geschwindigkeit verbessern? Natürlich, indem man hinter sich auf die Bahn Rüben wirft. Laut physikalischen Gesetzen würde das einen vorantreiben. Ich befürchte, es aber nicht der Fall hier in Captain Toad Treasure Tracker. Ich habe mir jetzt auch nochmal The Game Theorists was dazu angesehen. Weil wir gerade bei Toadette sind und so. Es ist ja noch nicht mal wirklich klar, ob Toadette wirklich manchmal ein Mädchen ist. Das fand ich interessant. Nein! Okay, jetzt gucke ich doch noch ein bisschen drauf. Ui, ich habe den Powerblock getroffen. Den Powerblock des Todes. Yes! So. Vielleicht werden wir sehen, wir haben ganz wenig Zeit, deswegen sprinten wir direkt los, wenn wir sehen, dass wir da sind. Jo! Schnell, 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 Toadette! 61 Sekunden! Du musst dich beeilen, du musst dich beeilen! Ah! 66, 67! Dadum, 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 dadalalalam, dadum. Ja, das war von der Zeit her recht einfach zu erreichen, würde ich behaupten. Gut. Habe ich auch nichts vergessen? Natürlich, ich habe direkt das erste Level vergessen. Ach, wie konnte ich nur? Entschuldigung, dass es jetzt auch ein bisschen in der falschen Reihenfolge ist. Wir müssen uns beeilen. Es geht jetzt los. In diesem Level zumindest. Dass der Part schon länger geht, wissen wir doch alle. Komm. Das muss ich nicht extra sagen. Oh nein, Chucky, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht mit der Musik im Takt. Oh, scheiße. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier runterfallen.
Und dann hier runterfallen. Ah. Ah. Oh. Toll, dein Goldspiel ist vorbei. Dritte Welt auch geschafft. Beziehungsweise zweite, dritte, erste Welt geschafft. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Auf jeden Fall werden wir es wohl hoffentlich geschafft haben. Wenn nicht, dann tut mir leid. Ist jetzt wirklich ein bisschen doof, weil ich es halt nicht mehr sehe, ob ich es geschafft habe. Wir müssen unter 21 Sekunden bleiben. Oh Gott, dieses Level. Da erinnere ich mich, da muss ich hier runterfallen. Dann muss ich hier hoch. Dann muss ich wieder hier lang und dann kann ich hier runter, da lang. Und dann kann ich hier unten rein. 21 Sekunden. Hui, gut, das war knapp. Es wäre eine Bestzeit gewesen. Also prinzipiell muss man sich eigentlich nur beeilen und dann kriegt man das auch schon hin. Gib nicht auf, Toadette. Nasser Spaß im Wasserpark. Jetzt habe ich die Zeit wieder nicht gesehen. Irgendwas mit 36 Sekunden habe ich auf jeden Fall geschafft. Also von daher. Na gut, bin mal gespannt, was ich jetzt hinbekomme. Ah, ich erinnere mich an das Level, das war ziemlich knapp. Das war ziemlich knapp, wenn ich mich richtig erinnere. Schnell durch. Vor allem, weil dieses Wasserwegzeug so ewig lange dauert. Dafür haben wir das Level aber ganz schön schnell gemeistert. Yeah. 34 Sekunden, nochmal 2 Sekunden schneller. Geil. Das ist natürlich immer nur eine Möglichkeit, wie man das Level beenden kann. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Wege und das kann jeder machen, wie er lustig ist. Aber, ja. Hui! Nein! Treff mich nicht nochmal. Das ist böse. Nein! Das war auch wieder knapp. Also ich denke, ich muss hier wirklich nur überleben, ansonsten ist das nicht wirklich schwer. Ah! Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber so ist man nochmal ein paar Sekündchen schneller. Schnell nach oben! Schnell hier lang! Schnell da lang! Schnell auf die andere Seite hier runterfallen und rüber rausziehen! So, einfach nur überleben. Ja, kriegst mich nicht, Kugelwelli. Nicht heute. Ah! Hilfe. Okay. Läuft. 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 Yikes. Würde ich auch sagen. Okay. Schneller, Toadette. Schneller! Ah ja, 78, 79. 81, 82. Das war ganz schön knapp wieder mal. Das ist Luigi. So, wie viel durften wir? 85. Das heißt, wir haben es auch geschafft. Gut. Wir haben 23 Sekunden und es gibt nur 23. Oh nein, es ist so ein Tippstein-Level. Okay. Hier geht Toadette. Okay. Okay. Egal. 22, 23. Oh Gott. Also da muss man wirklich Gas geben. knappes Ding, aber wir haben es geschafft. Wenig Licht und viele Geister. 25 Sekunden. Okay. Das ist kein Problem. Ich erinnere mich genau. Es war einmal hier lang. Scheiße. Ich hätte mich nicht treffen lassen dürfen. Jetzt komme ich nicht an den Buhus vorbei. Okay, wie muss ich drehen? Falsche Richtung. Komm schon! Nee, es wird nichts. 25, 26. Mist.
Verdammt, Tag, jetzt müssen wir nochmal rein. Ich sag nach, das ist ungefähr ein kleiner Mann. 25 Sekunden, das muss doch zu schaffen sein. Hallo, bitte. Hallo, ich leuchte nicht. Yes. Hat geklappt. Jetzt kann ich da oben an dem Buhu vorbei. Und diesmal drehe ich in die richtige Richtung. Und diese ist... wieder falsch rum. Verdammt. Oh, ich könnte kotzen. Ach komm. Das ist doof. Mann, nochmal. Ich mag das nicht, wenn Level so knapp von der Zeit her sind. Wann ich dann auf dem Touchpad irgendwas machen muss. Oh Gott. Ach komm. Das wird doch schon nichts mehr. Nein. Mann! Es war klar, aber ich wollte es trotzdem machen. Okay. Eins, zwei, scheiße. Hilfe. 9, 10, 11, 12. Warum drehe ich immer in die falsche Richtung? Hui, das war knapp. Aber diesmal haben wir es geschafft. Tja, und bei solchen Sachen noch moderieren, das ist ein bisschen schwer. Beziehungsweise anstrengend. Sure, aber wir sind jetzt schon bei Welt 9 angekommen, die ich ziemlich schnell gemacht habe, anscheinend. Ach du Heilige. Hey, okay. Ja, ist okay, Dragadon. Lass mich in Ruhe. Nein. Ach, ich hätte noch drehen können. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Nee, lass mich. Okay. Warten. Nein! Töte dich. Oh, Goldpilz. Ja, das wäre nichts geworden. Ich hätte wieder nach oben laufen müssen. Das wäre zu langsam gewesen. Oh nein, der Drache ist wieder da. Hilfe. Okay, schnell rüber. Gönn. Soweit haben wir es schon mal geschafft. Brauche ich das hier? Nee. Ich mag diese Gamepad-Kurbel nicht. Das war knapp. Komm schon zurück. Mist, das war andersrum. Nein! Wir wurden getroffen! Hilfe! Panikmodus! Panikmodus! Wir lassen den Stern drehen. Volltreffer! Voll auf die Omme. Mal wieder. Bums! 68. Wo ist der Stern? Hallo? 71. Ist das schnell genug? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren 73 Vorgabe, oder? Ja, wir haben es geschafft. Mal wieder. Ich weiß zwar nicht, wie ich das in 66 geschafft habe, aber irgendwann habe ich es anscheinend mal geschafft. Och nein. Okay, 30 Sekunden. Handy, sei ruhig. Das war nicht hier, verdammte Hacke. Das ist falsch rum gewesen. Verdammt, ich muss das da drüben auch noch umdrehen. Deswegen könnte es länger dauern.
Okay, das hier muss ich so rumdrehen und das... Töte dich. Noch nicht mehr töten kannst du dich, Toadette. Was kannst du überhaupt? Oh nein, wie ist das nur passiert? Ich wollte das nicht. 30 Sekunden, go! Aua. So. Das hat vom Drehen schon mal sehr viel besser geklappt. So, dann fahren wir einmal hier runter. Dann gehen wir einmal da lang. Dann gehen wir einmal da runter. Gehen hier die Leiter hoch. Sind bei 23, 24, 25 Sekunden und sind fertig. Nice. Ach, ich habe gerade eine Mail bekommen. Na gut. 26 Sekunden anscheinend neuer Rekord oder auch alter Rekord. So. Oh nein, das Level, das war schwer. In der Zeitvorgabe vor allem. 20 Sekunden. Zeit läuft. Schneller! Komm schon! Ja, das schafft man nicht. Deswegen ist es so knapp. Nicht runterfallen. Da runter. Da rein. Ulter! Puh! Genau 20. Wir hätten es geschafft. Das ist immer wieder so ein bisschen knapp. Ich weiß nicht, wie ich das in 19 geschafft habe. 24 Sekunden Zeitvorgabe. Das dürfte doch zu schaffen sein. Indem man einfach hier runterfällt. Dann den Schalter hier betätigt. Lass mich in Ruhe. Dann diesen Schalter betätigt. Jetzt, Toadette, please. Waren das wirklich nur 24? 26. Mist, das war ein bisschen langsam. Mal gucken, was war die Zeitvorgabe? War es 30? 28. Gut, wir hätten es trotzdem geschafft. Bin ich glücklich mit. Glasröhrengewusel. Einmal rechts lang, einmal geradeaus. Dann da lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. Dann da lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. So. 14! Yes! Bestzeit! Nice! So macht man's, Toadette. Und wir sind schon in Kapitel 14. 28 Sekunden Zeitvorgabe, 28 Sekunden gebraucht. Ach du Kacke. Es wird knapp. Nein, lasst mich. Ich bin doch nur eine kleine Toadette. Oh Gott, das war ziemlich knapp und ziemlich cool. Ziemlich knapp und cool. Lasst mich in Ruhe. Ah! Ah! Hilfe! 25. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, yeah. Sure. Neue Bestzeit. Uiuiuiui. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Hoch hinaus mit Doppelkirschen. Oh je, oh je, oh je. Wie war das nochmal? Oh je, wie war das nochmal? Okay, erstmal Doppelkirsche einsammeln. Dann Weg trennen. Und... diese Toadette darf schon mal nach oben den Schalter betätigen. Die andere Toadette hätte schon mal reinsteigen sollen. Danke. Das war nicht gut. Mist! Ich hätte oben bleiben sollen. Nein. Ah, okay. Sowas merkt man dann natürlich erst später wieder. Hallo? Toadette, please. Nein. Nein! Ach komm! Weil ich Angst habe, dass die andere runterfällt. Das wird sie jetzt auch. Verdammt. Ah. 55. Oh, gut. War das schon? Oder? 52. Nee. Nee.
Okay, probieren wir es nochmal. Ich will, dass ihr seht, dass es kann. Bitte, Toadette, kletter hoch. Yes! Toadette, du bleibst oben. Toadette, kletter runter. So, du, Toadette, geh jetzt da lang. Danke, dass du die Leiter direkt hochgeklettert bist. So, du gehst wieder da lang. Zurück auf die Plattform. Und 38 Sekunden gebraucht. Ja! Yeah! Ich glaube, das war sogar schneller als das andere, oder? Kann das? Yes! Kugel will die Ziel schießen. Okay. Ich erinnere mich an dieses Level. Es war ziemlich stressig. Weil man hier schon hätte die ersten paar Sekunden verlieren können. Danke, Spiel. Hier hätte man schon die zweiten Sekunden verlieren können. Was ich auch getan habe. Hallo? Nein. Geh nach oben. Toadette, da lang. Danke. Oh Gott. Ich erinnere mich langsam wieder. Danke, Spiel. Oh Gott, hier kann man so viel Vorarbeit leisten und ich mach's einfach nicht. Please kill me. Please kill me. Ah! Danke. Nochmal. Okay, wir haben Vorarbeit geleistet. Das dürfte diesmal besser hinhauen. Hilfe! Hilfe! Mist! Toll, was war das denn jetzt? Toadette, bitte, please, nach oben. Danke. Oh Gott, das war knapp. Und 44. So, und jetzt möge man mir erklären, wie man das mit Moderieren parallel in 36 schaffen soll. Hätte man wahrscheinlich nicht. Aber mit 44 waren wir 1 unter 45, von daher, wir haben es wieder mal geschafft. So, Rotation der Luftstation in 37 Sekunden. Ich erinnere mich nicht oder kaum an dieses Level, verdammt, das ist schlecht. Hier geht Toadette. Ach, das war das hier. Er weiß trotzdem nicht, wie ich das ganze Zeug hier drehen soll. Ich glaube, so war's. Toll, da kann ich aber nichts anderes drehen. Na. Wie muss das denn jetzt drehen? Hä? Ach so, ist richtig. Okay, gut. Oh no. Ich falle. Wie konnte das bloß passieren? Okay. Nochmal. Noch 32 Leben. Das geht. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Okay, ich muss hier einfach in irgendeine Richtung drehen. Ist es egal. Deswegen drehe ich in die es gerade passt. Lass mich. Böses Spiel. Böses Spiel. Hätte ich nicht auch einfach das hier nehmen können, was da gerade war? Oh Gott, das war knapp. Nein. So. 34, 35, 36, 37. Verdammt. Nein. 41. Das ist definitiv zu langsam. Oh, yeah. Das ist definitiv zu langsam. Das ist definitiv zu langsam. Verdammt. Nochmal. Here I go. Hier geht Toadette. Mal wieder. So, einmal da lang. Nein, hier konnte ich das nicht nehmen. Andere Richtung wäre praktischer gewesen.
Aua! Sechsunddreißig. Damit glaube ich sogar eine Sekunde schneller als das andere Mal. Yay, neue Bestzeit. Und schon sind wir in der letzten Mission angekommen. Kampf auf den Turmspitzen. Ich glaube, das Hauptproblem war hier einfach nur Überleben. Hey, okay. Okay, dann geht's mal los. Ich bin nicht Fred Feuerstein, aber ich tue gerne, als ob ich so wäre. So. Aua. Scheiße. Nicht gut. So. Erster Trott gemacht. Zweiter Trott gemacht. Dritter Toadette gemacht. Vierter Toadette gemacht. Fünfter Toadette gemacht. Ja, es war wichtig, hier alle zu töten. Bestimmt. Ich finde das so cool. Na komm. Okay, einmal da rein. Einmal da rein. Toadette, schnell, beeil dich. Ja, noch schneller. Ah, Feuer. Okay, ich hätte gern Pilz. Danke. Ach ja, ich mag das Level. Beziehungsweise die Soundkulisse. Von dem ganzen Spiel. Nicht nur das Level. Wie kam ich jetzt nur auf das Level? Oh, da ist Toad. Jo. Hilti Dübel, sage ich nur. Hilti Dübel, meine Freunde. Aua. Okay, ich muss wieder schießen, zielen, extra kauen. Okay, jetzt alle, die da oben sind, übersehe ich einen, bestimmt. Ah, Steuerung, please. Komm schon. Sei tot. Be tot. Be adventurous. Be, please, less than the sight I need. 122, ich glaube, das war ein bisschen zu langsam. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Brechen wir ab. Jetzt wird nämlich wieder Toadette entführt. Haben wir ja schon tausendmal gesehen. Fortsetzung folgt. 122 hatten wir und wir brauchten... Wie viel? Sag es mir, Spiel. Oh, 130. Ja, ist locker drin. Gut. Damit wäre der Speedrun zur Episode 2 auch fertig. Uiuiui. Ging eigentlich recht gut. So, würde sagen, dann sehen wir uns morgen hier bei dem Episode 1 Speedrun. Bis dahin und ciao, ciao!